Ja, dann wünsche ich Ihnen auch noch einen guten Abend. Ich habe mich kurzfristig ein bisschen, habe ich das Thema geändert. Es geht um Original und Fälschung. Das kam mir wirklich erst vor ungefähr einer Woche in den Sinn. Und zwar kam das so, ich stecke mitten in den Recherchen zu einer von meinem Verlag vorgeschlagenen Serie über den Kunstbetrieb und über Kunstverbrechen sozusagen und habe nun das große Vergnügen, mich in die wunderbare Welt der Kunstfälschung einlesen zu dürfen. Und als ich so gelesen habe, wie das so funktioniert auf diesem Fälschermarkt, ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja eigentlich kürzlich selber gefälscht habe, und zwar wiederum das Buch von mir, das dann im nächsten Februar erscheint, das spielt größtenteils in Afghanistan und die Fälschung daran ist, dass ich nie in Afghanistan war. Und ich habe mir dann ein bisschen überlegt, wie man das vergleichen könnte mit der Reportage. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wenn ich jetzt eine Reportage geschrieben hätte über Afghanistan, aber nie da gewesen wäre, wäre das, würde ich sagen, ein bisschen fragwürdig. Zum Glück, es gibt in den Reportagen keine Fotos, das heißt, man könnte das möglicherweise, ich gebe mich jetzt da, naja, gut, okay, mit Fotos wäre es schwieriger. Aber im Roman ist es etwas anders, darauf kommen wir gleich zurück. Trotzdem habe ich mir überlegt, wo ist eigentlich der Unterschied? Also was passiert, wenn ich als Reporter nach Afghanistan gehe tatsächlich und dann da was erlebe, dann schaffe ich im Grunde genommen ein Abbild der Wirklichkeit. Ja? Also ich versuche die Wirklichkeit so genau wie möglich zu kolportieren oder zu beschreiben. Und das kann man vergleichen mit einem Abbild. Wenn ich nicht da war und trotzdem über Afghanistan schreibe, ist es eine Fälschung im eigentlichen Sinn, denn ich fälsche Afghanistan. Dazu benötige ich bestimmte Mittel und Techniken, auf die wir dann kommen. Im Roman ist es legitim, weil der Roman eine fiktionale Sache ist. Die verschiedenen Nachteile dieser beiden Formen der Abbildung und der Fälschung sind folgende. Also wenn ich eine Abbildung mache, habe ich den Nachteil, dass ich mich einschränke. Wenn ich zum Beispiel darüber schreibe, dass ich mit einer Taliban-Gruppe unterwegs bin und ich bin tatsächlich mit dieser Gruppe unterwegs, wie das ein paar Journalisten auch waren, dann bin ich mit dieser Gruppe unterwegs, mit diesen Herren, die in dieser speziellen Gruppe dies und jenes tun. Es sind aber leider Gottes, muss man sagen, mehrere Taliban-Gruppen unterwegs und in jeder von dieser Gruppe mag sich die Wirklichkeit wiederum anders abspielen. Wenn nun einer eine Taliban-Gruppe beschreibt und 2, 3 Wochen lang mit ihr durch die Berge zieht, dann wird er diese Gruppe beschreiben. Er ist da also beschränkt. Und eine gewisse Subjektivität kommt auch ins Spiel, indem er dann Dinge beschreibt, die jemand, der vielleicht mit einer anderen Gruppe unterwegs gewesen wäre, so nicht erlebt hätte. Ein Beispiel anderer Art, zum Beispiel Rom. Ja, jemand geht nach Rom und schreibt eine Reportage über Rom. Und der Fontana di Trevi ist normalerweise ein Ort, wo es ein paar Musiker gibt, wo es viele Touristen gibt, die da Münzen reinwerfen und die da sind. Aber es kann ja sein, dass an dem Tag, an dem er da war, gerade ein Akkordeonspieler mit 2 Affen auf den Schultern da war. Ja? Und jetzt beschreibt er in seiner Reportage, dass dieser Akkordeonspieler mit 2 Affen da war. Ich war auch in Rom, habe aber diesen Akkordeonspieler nie gesehen. Mir kommt Rom plausibler vor, wenn er es ohne diesen Affen beschreiben würde. Ja? So wie ich es gesehen habe und die allermeisten Rom-Besucher, die haben nämlich diesen Akkordeonspieler nicht gesehen. Das heißt, das ist eine Form der Subjektivität, die in der Abbildung auch wieder eine Einschränkung schafft und im Grunde genommen dazu führt, dass die Fälschung unter Umständen im Leser ein realistischeres Abbild schafft als die Abbildung selber. Bevor wir jetzt auf die Fälschung kommen, wie man das macht, muss ich ja leider Gottes hier eine kurze Textstelle vorlesen, denn sonst wissen wir nicht, worum es geht.
Die Textstelle ist, wie gesagt, eine aus diesem Buch und geht darum, dass der Held Martens, das ist ein deutscher Kriegsreporter, Kriegsberichterstatter, mit diesen Taliban durch die Berge von Badakhshan reist, also nicht ganz unfreiwillig. Und die Namen, die hier vorkommen, Yusuf, Dilawar, Omar und so weiter, das sind die Namen dieser Männer, dieser Gruppe. Und ich lese eine Stelle vor, wo er mit dieser Gruppe zu einem Dorf kommt, um dann nachher mich in die Methoden der Fälschung zu vertiefen. Am nächsten Morgen machten die Männer sich fein unter einer frischen, kühlen Sonne. Vögel flatterten wie zum Vergnügen am Himmel. Die Männer benetzten ihre Gesichter mit Wasser, Bürsten und kleine Spiegel tauchten auf. Aus Kämmen wurden die Haare gezupft. Yusuf umrandete seine Augen mit einem Kajalstift und Dilawar prüfte den Sitz seiner Weste, strich sich das lange Hemd glatt und setzte seine Sonnenbrille auf. Er drängte zum Aufbruch, aber die anderen waren noch nicht so weit, die Turbane waren noch nicht fertig gebunden. Kaiber schnippte mit einer Schere noch an Omas Bart herum, der während der langen Zeit in den Bergen verwildert war. Mirweis polierte mit dem Ärmel das Glas seiner Armbanduhr. Esanullah kam hinter einem Busch hervor und säuberte seine linke Hand am Fell des Esels, was Unmut hervorrief. »Sie wollen nicht mit ihm ins Dorf«, sagte Pason, »er ist schmutzig, sie wollen, dass er hier bleibt.« »Und ich?«, fragte Martens. »Du musst mitkommen ins Dorf«, sagte Pason. Sie schulterten ihre Kalaschnikows, aber sie nahmen auch die schweren Waffen mit, das Maschinengewehr und die Bazooka. Sie wollten im Dorf alles zeigen, was sie hatten, auch die vier Munitionsgürtel. Dilawar hatte sie Mirweis und einem anderen umgehängt und nun gingen die beiden geschmückt mit den Gürteln voran, dahinter Martens als Gefangener. Sie stiegen auf dem schmalen Fußpfad hinunter und bald öffnete sich der Blick auf ein Hochtal mit buschigen Obstbäumen und kleinen Weizenfeldern. Niedrige Lehmhäuser entlang der Flusssenke, manche der flachen Dächer grasbewachsen. Rauch stieg auf, Hunde schlugen an, Kinder rannten über die Felder ins Dorf, um die Ankunft der Männer zu melden. Von einer Anhöhe aus erkundete Omar mit seinem Fernglas das Dorf, die Umgebung erließ sich viel Zeit. Dilawar rief einen Namen ins Funkgerät, erhielt aber keine Antwort. Eine Straße war nicht zu sehen. Nach einer Weile traten zwischen den Bäumen am Fluss drei Männer hervor, umsäumt von Kindern. Einer der Männer hob von Weitem die Hand. Dilawar lud sein Gewehr durch, das war das Zeichen für Oma und die anderen es auch zu tun. Dem metallischen Ratschen folgte eine merkwürdige Stille. In der Ferne bei den Bäumen warteten die Männer, die Blätter funkelten im Wind. Es waren die Dorfältesten. Einem fehlte ein Auge, sein anderes war lebhaft und ängstlich. Er umarmte Dilawar, zwei angedeutete Wangenküsse, dann umarmte er Oma, er schien sich mit der Hierarchie auszukennen. Oma küsste ihm die Hand. Die Kinder starrten Martens an, sein Lächeln erwiderten sie nicht, war er denn nicht ein Feind? Sie wussten nicht, was ihnen gestattet war und was nicht, und so standen sie einfach da und starrten. Einer der Alten zog sein Hemd hoch und zeigte eine Narbe, einen wulstigen Krater über seinem Nabel, erklärte ihn wortreich. Dilawar nickte und legte dem Mann beruhigend die Hand auf die Schulter. Das Dorf klebte an dem schmalen Fluss, jedes Haus drängte zum Wasser und da zwischen Fluss und Bergflanke wenig Platz war, fehlte dem Dorf die räumliche Tiefe. Wenn sich die Dorfbewohner, die Männer, alle versammeln wollten, mussten sie auf einen steinigen Platz am Ende des Dorfes ausweichen. Hier gab es ein wenig Weite. Es war ein bedrückender Platz, da kein Weg von ihm wegführte, eine Sackgasse, begrenzt von einem felsigen Ausläufer des Hangs. Etwa 30 Männer standen da, nicht allen gelang es, ihr Unbehagen zu verbergen. »Sind es Tatschiken?«, fragte Martens Pason. »Es sind Tatschiken«, sagte sie. »Und was ist das?«, fragte Martens, »dieses Loch.« In der Mitte des Platzes war ein Loch ausgehoben worden, zwei Schaufeln lagen noch daneben. Das Loch war vielleicht 1 Meter tief und nicht viel breiter. »It's for a bad woman«, sagte Pason. Martens ging zum Fluss, er setzte sich ans Ufer, er blickte in das Wasser, das sanft über die Steine wellte. Er dachte an das Mädchen im Massengrab, der lebendige kleine Arm unter den Toten.
Die Frau in Quatliam, die in den Staub gefallen war, in tat der Magenweh, er trug etwas Übles, Widerwärtiges in sich. It's for a bad woman. Er konnte es nicht ändern, aber warum war er hier? Er hätte in Berlin bleiben können. Er hätte in Berlin auf YouTube sich einen Film ansehen können, der die Steinigung einer Frau zeigte. Viele, die sich aus welchen Gründen auch immer dafür interessierten, machten das. Sie blieben zu Hause, um es sich anzusehen. Gemütlich am Schreibtisch schauten sie es sich an. Es erschütterte sie, aber auf dem Schreibtisch stand eine Kaffeetasse oder ein Weinglas. Sie schauten es sich an und tranken einen Schluck Wein. Und obwohl sie erschüttert waren, schmeckte ihnen der Wein. Und abends sagten sie zu ihren Freunden, die zum Essen kamen, heute habe ich im Internet eine Steinigung gesehen. Es war schrecklich. Und die Spaghetti dampften in der Schüssel. Wie klug war es, zu Hause zu bleiben und wie dumm es nicht zu tun. Der Fluss zog an den Lehmhäusern vorbei, träge und geduldig. Er hatte es nicht eilig, alles geschah nach uraltem Maß. It's for a woman und Martens war freiwillig hierher gekommen. Dadurch wurde er mitschuldig an allem, was hier geschah. Es gab keinen unbeteiligten Beobachter. Es hatte nie einen gegeben, nicht in Liberia, nicht im Sudan, nicht in Ruanda, nirgends. Steh auf, geh hin und schau es dir an. Sie brachten die Frau, sie trug eine blaue Burka. Omar sprach zu den Männern, er führte das Wort. Der Name Gottes fiel so oft, wie jeder hier ihn hören wollte. Sie bekamen nicht genug davon, denn es gab keinen anderen Richter. Auch Omar war keiner, er war kein Kadi, kein Mullah. Seine Autorität beruhte darauf, dass keiner sie ihm streitig machte. Die Frau brach zusammen, die zwei Dorfbewohner, die für sie zuständig waren, wussten nicht, ob sie sie liegen lassen durften. Omar sagte nein. Sie hoben sie hoch, aber sie war bewusstlos und zu schwer für sie. Sie mühten sich ab, es war ein unwürdiger Anblick. Dilawar sagte etwas und die Männer ließen die Frau wieder fallen. Sie lag auf dem Bauch auf der Erde, der Saum ihrer Burka war hochgerutscht. Man sah, dass sie darunter eine Trainingshose trug. Einer der Dorfmänner trat aus den Reihen der Umstehenden und zog ihr den Saum über den Knöchel. Sie hatte eine Sandale verloren, die ließ er liegen. Omar passte es nicht, dass die Frau bewusstlos war. Er machte den Einäugigen verantwortlich, der aber nicht wusste, was er tun sollte. Die Frau kam zu sich, alle atmeten auf. Die beiden Männer fassten sie unter den Armen und brachten sie zur Grube. Omar hob einen Stein auf, der in seine Faust passte. Er zeigte allen den Stein, solche Steine sollt ihr benutzen, nicht kleiner, nicht größer. Die Männer gingen auseinander, um die richtigen Steine zu suchen. Omar wachte darüber. Nein, der ist zu groß, hast du keine Augen im Kopf, nimm den. Die Frau setzte sich an den Rand der Grube und stieg hinein. Bis zur Brust war sie begraben. Ein Hund kam hinzu und schnüffelte an ihr. Omar trat ihn in die Flanke, der Hund krümmte sich und sprang ein paar Schritte weg. Mit hängendem Kopf blieb er stehen. Träge drehte er sich nach der Frau um. Es roch nach Gebackenem, nach Fladenbrot. Keine andere Frau war zu sehen, kein Kind. Hinter den Mauern der Häuser wurde das Essen für die Gäste gekocht. Ein Hahn krähte und über den Bergen zogen weiße Wolken vorbei. Das ist diese zugegebenermaßen eine etwas erschütternde Szene. Die Frage ist, woher weiß ich das alles? Also wie komme ich dazu, das hier zu schildern? Denn wie gesagt, ich war ja nie da. Jetzt möchte ich gerne die Fälschung sozusagen, und es ist zweifellos, eine sozusagen Schritt für Schritt durchzunehmen, um zu sehen, wie man sowas machen muss oder machen kann. Die erste Szene, wie die Männer sich hübsch machen, ja, die basiert auf den Erzählungen eines mit mir befreundeten Reporters, der tatsächlich in Afghanistan war. Und der mir eines Tages erzählte, dass die total eitel sind. Ja? Also die haben alle einen Kamm hier hinten und sie bürsten sich die Haare und sie umrahmten sich die Augen. Die sehen zum Teil total toll aus und haben so schwarze, lange Haare. Und die legen auch Wert darauf, dass andere Männer sie schön finden. Und auch in den Bergen, wenn sie eigentlich gar keine Mittel haben, das zu tun, sind sie auf ihre Weise immer elegant. Ja? Also bevor sie in ein Dorf gehen, wollen sie gut aussehen. Also das hat er mir erzählt und ich habe es ihm geglaubt, denn er war da und es gibt andere Quellen, die das auch beschreiben, nämlich einen Dokumentarfilm. Ich habe im Internet, als ich dafür recherchierte, zwei Dokumentarfilme gefunden, nur über Journalisten, die tatsächlich mit einer Gruppe Taliban unterwegs waren.
Also es gibt nur zwei mir bekannte Dokumentationen darüber, weil die Sache natürlich sehr gefährlich ist. Es endete auch in diesen beiden Fällen immer damit, dass die Taliban am Schluss die Journalisten der Spionage bezichtigten, was so gut ist wie ein Todesurteil, aber dann spielt dann die Gastfreundschaft eine Rolle, unter der sie stehen. Also die haben beide überlebt, aber es war immer auch gefährlich. Gut, also diese Szene, sie machen sich hübsch, bevor sie in ein Dorf gehen, ist belegt durch diese Erzählung und einen Dokumentarfilm eines dänischen Journalisten. Dann, wie sieht das Dorf aus? Das wusste ich ja auch nicht. Ja? Ich wusste ja nicht, ob die vierstöckige, fünfstöckige Häuser haben, ob sie Strohdächer haben und so weiter und so fort. Gut, einfach, man googelt, ne? Und gibt ein, Badakhshan, das ist die Provinz, gibt die genaue Örtlichkeit an, wo das spielt ungefähr, und dann sieht man ein Dorf. Und dieses Dorf habe ich dann sozusagen 1:1 als dieses Dorf genommen. Dann kommen wir weiter in der Szene, dann tauchen ja die Dorfältesten auf. Ja? Also ich wusste ja auch nicht, wie ist das, wenn eine Taliban-Gruppe, die für diese Einwohner der Berge ja immer etwas ganz Zwiespältiges ist. Also das sind die Bewohner der Berge sind Tadschiken und die Taliban sind alle Pashtunen. Also da besteht auch schon mal ein gewisses Misstrauen. Und meistens haben die Dorfbewohner Angst, ja, weil die nicht wissen, was tun die jetzt da. Kommen die, um uns auszurauben, kommen die, um zu behaupten, wir hätten mit den Amerikanern zusammengearbeitet und so weiter. Also schicken die ihre höchstrangige Delegation los und die besteht aus den Dorfältesten. Die genießen ein sehr hohes Ansehen und sind so, wie wenn wir den Bürgermeister schicken würden, wenn hier irgendwelche Truppen vor Berlin stehen. Ne? Also, und das kann man nachlesen in einem Buch einer Sozialarbeiterin oder einer Entwicklungshelferin, die sehr genau diese Sitten schildert. Dann habe ich das natürlich auch gesehen in anderen Videos, wenn die Dorfbewohner über die Taliban sprechen, also welche Angst sie haben und wie sie sich ducken und am liebsten gar nichts damit zu tun haben würden. Und so hat sich das Bild zusammengesetzt. Ich dachte, es ist klar, da kommen die Dorfältesten. Ja? Die Kinder müssen auch dabei sein, denn die Kinder sind immer dabei in Afghanistan, wenn nicht geschossen wird. Ja? Also dann, die Leute sind immer umringt von Kindern. Ja? Die Abwesenheit von Kindern ist sogar ein Indiz dafür, dass gleich geschossen werden wird. Also das konnte man so dann recherchieren. Dann kommen wir zur Steinigung. Wie funktioniert eine Steinigung? Und darüber gibt es Videos. Und das war dann für mich so eine Grenze, muss ich sagen, denn das wollte ich mir nicht ansehen. Ich hätte das als unredlich empfunden, wenn ich, so wie ich das hier auch beschrieben habe, sozusagen hier in Berlin an meinem Schreibtisch sitze und mir ansehe, wie eine Frau gesteinigt wird, weil sie angeblich Ehebruch begangen hat. Aber was ich wissen musste, ist, warum wird sie gesteinigt? Und dazu muss man den Koran befragen und die Statements der Taliban selber. Und der Koran gebietet, also die Scharia beziehungsweise, gebietet die Steinigung eben bei Ehebruch. Ehebruch kann alles Mögliche bedeuten. Ehebruch kann auch bloß eine Anschuldigung sein. Ja? Wenn ein afghanischer Mann behauptet, seine Frau hätte ihn betrogen, dann reicht das unter Umständen schon. Die Geschichte hier ist insofern plausibel, als ich schreibe, dass ja Omar als einer der Anführer dieser Taliban sozusagen diese Sache übernimmt. Denn im Grunde genommen sind Steinigungen neuerdings verboten durch Mullah Omar, den uns allen bekannten einäugigen Mullah, der sich in Pakistan versteckt. Mullah Omar gibt alle 4-5 Jahre gibt er eine Art Knigge für Taliban raus, das nennt sich die Laiha. Und in dieser Laiha wird festgelegt, was ein Taliban-Kämpfer tun darf und was nicht. Und da die Taliban sich ein bisschen auch im Zuge ihrer zunehmenden Marginalisierung als kämpfende Truppe in den letzten Jahren verwildert sind und viele Empführungen machen und eben selbstständig sozusagen steinigen lassen und so weiter, hat er da festgelegt, dass nur er oder sein Stellvertreter oder ein örtlicher Kadi, also ein islamischer Richter, eine Steinigung billigen darf. Und diese Taliban hier maßen es sich aber an,
Und das ist eigentlich ein Vergehen, aber sie tun es eben trotzdem. Ja? Also das wollte ich so zeigen. Dazu musste ich also die Laia lesen, ein überhaupt sehr interessantes Werk, wo man auch sieht, wie Mullah Omar allmählich zu begreifen beginnt, dass eine gute Presse gar nichts Schlechtes ist. Also er versucht sich da den Anstrich zu geben eines weltoffenen Mannes. Sozusagen. Gut, also Steinigungen sind verboten, sie tun es aber trotzdem, das ist belegt auch. Also dass sie natürlich nicht jeder Taliban-Führer an diese Leier hält. Die Art, wie gesteinigt wird, steht in der Scharia festgelegt. Es muss eine Grube gegraben werden, die betreffende Person muss bis zur Brust in dieser Grube stehen. Die Steine dürfen nicht größer sein als eine Hand und nicht kleiner als eine Hand. Ich habe dann auch noch später mal beschrieben, dass Omar als einer dieser Führer der Taliban die Frau sehr gezielt tötet. Auch das kommt vor, also sie versuchen es dann oft auch abzukürzen, damit die nicht zu sehr leidet oder manchmal wird sie auch erschossen, obwohl das auch nicht eigentlich in der Scharia ist. Gut, aber das kann man alles nachlesen, hat man die Fakten. Ich wollte das jetzt nicht vorlesen, aber nach der Steinigung gehen die in eine kleine Hütte in der Nähe eines anderen Dorfes und Dilawar, der Anführer dieser Gruppe, setzt sich mit seinen Männern auf eine Art Pritsche, also die haben so Betten, die so ein bisschen pritschenähnlich ist, und weil das ein altes Haus und eine alte Pritsche ist, bricht er da durch, ja? die Bretter krachen und er sitzt da mit dem Hintern am Boden, ja. Und die lachen, ja, das habe ich so beschrieben. Ja. Und das ergibt sich auch aus etwas, was ich gesehen habe in diesem Dokumentarfilm des dänischen Journalisten, dass die sind total angespannt. Ja. Die werden gejagt, die haben oft nichts zu essen, die müssen auch immer damit rechnen, dass ein Verräter in ihren Reihen ist, die sind völlig angespannt, ja. die sitzen die ganze Zeit so da. Und wenn sowas passiert, dass einer so durch ein Bett durchkracht, dann entlädt sich eben diese Anspannung in Humor, die lachen ziemlich viel, ja. Würde man nicht denken, aber eben unter anderem aus dieser Anspannung. Dann habe ich eine Szene beschrieben, wo Martens von einem dieser Gruppe sexuell belästigt wird. Und auch das ist wiederum etwas, was bei der Recherche sich überall belegen lässt. Also die haben ein hohes, oder die Männerliebe genießt ein hohes Ansehen. Man darf nur nicht drüber reden. Ja? Also die Homosexualität wird mit dem Tod bestraft, aber es ist keine Homosexualität. Ja? Also man kann zum Beispiel, es gibt Filmberichte, in denen örtliche Führer mit den Taliban so Fotos sich angucken von diesen hübschen, geschminkten Männern. So, wow, die sehen ja toll aus als Frauen. Wo sind denn diese Jungs? Wo sind die? Ja? Aber wenn er sozusagen zugeben würde, dass er homosexuell ist oder homosexuelle Neigung hat, müsste er sofort getötet werden. Ja? Es ist also völlig, eine völlig abstruse Sexualmoral, die sich eigentlich so zusammenfassen lässt, der Mann darf mit anderen Männern Sex haben, aber er darf keinen anderen Mann lieben. Ja? Also das ist so die Gruppe. Aber es ist ganz klar, wenn ein deutscher Journalist in eine solche Gruppe gerät von 14 Leuten, wird es bestimmt einen haben, der ihm nachstellt. Ja? Das ist unvermeidlich. Ja? Und das wiederum ist eben auch aus verschiedensten Berichten, auch aus Berichten der Taliban selber, sie haben ja verdankenswerterweise jetzt eine eigene Homepage, Islamisches Emirat nennt sich die, und da kann man das immer nachlesen, auf Englisch allerdings, aber die schreiben total gut Englisch, und geben da immer Bericht darüber, was sie so über die Welt denken und was sie für Taten begangen haben. Und man muss sich da ein bisschen tiefer eingraben und dann kommt man dann auch so Stellen, auf denen sie auch Bezug nehmen zu, wie es eben so ist. Also aus der Sicht der Taliban ist es sowieso eigentlich akzeptabler, mit einem Mann Sex zu haben, als mit einer Frau, denn Frauen sind unrein. Ja? Also sie haben so einen Status zwischen Tier und Mensch. Gut. Jetzt,
Diese Schilderung jetzt, wie ich da diese verschiedensten Informationen zusammengenommen habe aus Quellen, hat natürlich einen Haken. Der Haken ist der, also wir haben ja vorhin gesagt, eine Abbildung, also eine Reportage, ist ja immer auch ein bisschen lückenhaft, indem sie eben nur einen bestimmten Ausschnitt zeigt. Ja? Und eine Fälschung basiert nun auf extrem vielen lückenhaften Abbildungen. Ja? Weil ich ja alles, was ich jetzt da gesagt habe, habe ich ja von Leuten, die es gesehen haben oder Leute, die darüber geschrieben haben, Leute, die es selber erlebt haben. Und um hier sozusagen die Fehlerquote auszumerzen, muss man extrem viel Material haben. Ja? Also der Fälscher im Gegensatz zum Reporter braucht im Grunde genommen viel mehr Informationen. Ja? Wenn der Reporter 10 Informationen hat über den Taliban, wie er sich kämpft und so, brauche ich 40, ja? um die Subjektivität der Abbildung sozusagen eben auszumerzen und ein sozusagen glatteres und allgemeingültiges Bild zu kriegen. Ich wage die Behauptung, dass eine Fälschung wie die hier im Grunde genommen universaler ist und wahrscheinlich mehr Leute, die es selber kennen, sagen werden, ja genau so ist es, als wenn man eine Reportage macht, so paradox das klingt. Ja? Weil man sich, wie soll ich es ausdrücken, weil man die Wirklichkeit breiter streut und sich nicht so detailliert auf etwas, es ist was Ähnliches, wie ich vorhin gesagt habe, mit Rom und dem Brunnen. Ja? Ein allgemeiner Fontana di Trevi ist eben für jemanden, der schon mal da war, eigentlich plausibler als einer, wo plötzlich ein Akkordeonspieler mit einem Affen rumläuft. Ein Akkordeonspieler mit einem Affen würde man eher in einem Roman erwarten als in einer Reportage. Ein wichtiger Punkt in der Fälschung ist natürlich jetzt der. Also ich habe natürlich, das habe ich jetzt da nichts vorgelesen, aber es gibt natürlich Stellen, wo ich sozusagen beschreibe, was diese Taliban empfinden, ja, oder was sie denken. Und das ist ein Punkt, der nicht legitim erscheinen mag, weil ich ja nicht nur nicht da war, sondern ich habe ja auch nicht mit denen gesprochen. Bei der Fälschung entsteht nun aber ein Phänomen, das ich außerordentlich faszinierend finde. Ich kann es vielleicht von der anderen Seite her aufzäumen. Tom Keating ist ein berühmter Kunstfälscher, der der Kunstwelt etliche Rubens und Van Dycks und sehr, sehr Bilder großer Maler untergejubelt hat, die zum Teil heute noch wahrscheinlich in Museen hängen. Und Keating, wie auch alle anderen wirklich genialen Fälscher, haben sich in eine Art Zustand der totalen Einfühlung in das Bild, das sie fälschen wollten, begeben. Ja? Keating hat zum Beispiel behauptet, und ich halte diese Behauptung nicht für abwegig, dass er in eine Art Trance geraten ist und als er ein Bild von Goya fälschte, eben Goya selber war. Und zwar deswegen, weil er sich zuerst monatelang mit welchem Pinsel hat Goya benutzt, welche Farbe, wie hat er die Leinwand laviert, wie hat er überhaupt in einem Atelier gemalt, hat er mit welchem Licht hat er gemalt, die lesen und leben sich total ein in diese alten Meister und von niemandem, behaupte ich, kann man mehr über alte Meister erfahren als von diesen Fälschern. Es gibt eine Dokumentation im britischen Fernsehen, die aber vor Jahren schon angefertigt wurde, wo Tom Keating Rubens, Tizian, Degas und so weiter fälscht, ja, und einen einführt in die Techniken und die Malweisen dieser Meister. Und es ist einfach genial. Man sieht, dass dieser Mann total aufgeht darin. Und wenn er geht so weit übrigens auf, dass er in diesem berühmten Turner-Gemälde Temeraire, wo er so ein Segelschiff von einem Dampfschiff abgeschleppt wird,
das Bild von hinten gemalt hat. Ja? Also er hat alles gemalt, was man im Bild gar nicht sieht. Er hat es einfach sozusagen von hinten, ja? Das Schiff kommt so auf den Betrachter zu und er ging nach hinten und hat das alles von hinten gemalt, um zu wissen, was hinter dem Bild stattfindet. Ja? Also unglaublich. Und wenn er das tut, entsteht eine Art von, naja, eben von Einfühlung. Wenn man auch da sitzt und jetzt über die Taliban schreibt, ist das ja ein langwieriger Prozess. Man schreibt Satz für Satz, man versucht sich in diese Männer einzufühlen und plötzlich weiß man einfach, dass der jetzt das tun wird. Ja? Und das weiß man, weil man so nahe dran ist, ja? Weil man so ungeheuer präzise fälscht. Ja? Ist man so nahe dran, dass man einfach plötzlich weiß, ja genau, der tut das. Ja? Und das ist legitim dadurch, dass es durch die Einfühlung eine zumindest plausible Möglichkeit ist. Nun kommen wir dazu, was man beim Fälschen unbedingt beachten muss. Also weil, wenn man so einen Text schreibt, und das, die meisten Schriftsteller kennen das natürlich, was ich jetzt hier sage, also es ist nicht so einfach. Übrigens haben viele gefälscht, ja, nicht nur Karl May, auf den komme ich aber noch zurück, sondern zum Beispiel auch Kafka in seinem Amerika-Roman. Kafka war ja nie in Amerika und er hat ein Buch gelesen von Hilding, heißt es. Es war einfach so ein Reisebuch von, wie ist jetzt der schon wieder? Ja, genau, Arthur Hollitzer, man muss sich das mal vorstellen, Kafka sitzt in seinem Zimmer in Prag und liest dieses Buch Amerika heute und morgen und daraus hat er seine ganzen Kenntnisse über Amerika bezogen. Aber was man nun beim Fälschen beachten muss, ist, man darf der Wirklichkeit nichts hinzufügen. Also ich konnte zum Beispiel nicht herausfinden, auch durch Gespräche nicht, wie es in Afghanistan riecht. Und wenn ich nicht weiß, wie es in Afghanistan riecht, darf ich nicht schreiben, ja, auf dem Basar roch es nach Koriander oder so. Das muss man einfach streichen. Ja? Man darf nichts hinzufügen, was man nicht durch einen Beleg authentizieren kann, sozusagen. Da muss jedes Detail, das man beschreibt, muss abgesichert sein. Man darf insofern eigentlich nichts erfinden. Außer, was ich vorher sagte, durch diese Einfühlung, wenn man so tief drinsteckt, dass man dann eben denkt, doch, diese Figur tut das. Ja. Meistens handelt es sich dann aber auch um etwas, was eine Figur tut, also ein Mensch. Und die Taliban sind letztlich Menschen und benehmen sich natürlich eben auch wie Menschen. Also man hat da so eine gewisse Grunderfahrung. Diese Details müssen abgesichert sein. Das war jetzt in diesem Buch ein großes Problem, zum Beispiel, weil ich nicht wusste, was sie essen. Ja, ich hatte keine Ahnung, was die essen und ich habe merkwürdigerweise im Internet auch große Schwierigkeiten gehabt, herauszufinden, was sie essen, wenn sie unterwegs sind. Und dann habe ich verdankenswerterweise in diesem Video gesehen, wie der Taliban-Führer einem kleinen Jungen Geld gibt und ihm sagt, geh mal ein paar Hähnchen holen. Ja? Und dann wusste ich, okay, die essen Hähnchen. Dann habe ich nachgeguckt, essen sie jetzt Hähnchen nur in dieser Taliban-Gruppe oder essen die Afghanen überhaupt gerne Hähnchen? Dann habe ich in einem anderen Buch habe ich gesehen, ja, sie lieben Hähnchen. Ja. Gut, dann dachte ich, okay, überall wo die sind und Geld haben sie, kaufen die Hähnchen. Also gibt es in dem Buch hauptsächlich Hähnchen zu essen, in jeder Lebenslage. Dann habe ich in einem anderen Film wiederum gesehen, wie sie Reis rösten in so großen Schüsseln. Und dann wusste ich, okay, die essen Reis. Das wusste ich vorher auch nicht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ja klar, Afghanistan ist eine Reisnation, die essen ja total viel Reis. Also gibt es Hähnchen mit Reis. Und dann habe ich herausgefunden, dass sie auch Lämmer essen. Und dann dachte ich, okay, sie essen auch Lämmer, aber wie töten sie sie? Und ich hätte jetzt schreiben können, ja, er nimmt eben das Lamm und tötet es, ja. Das sollte man bei der Fälschung nur dann tun, wenn man wirklich nicht noch was Besseres findet, denn etwas, was eine Fälschung plausibel macht, ist das genau pedantische Detail. Je pedantischer etwas geschildert ist, desto plausibler wirkt es. Und dann habe ich mich mit Halal-Schlachtung beschäftigt und habe gemerkt, aha, Halal-Schlachtung bedeutet, dass man es so und so macht. Und ich habe dann auch gesehen, dass die Muslime oft
wenn sie ein Lamm oder so töten, dass sie ihnen dann so die Augen, die Ohren über die Augen klappen. Ja? Damit, dann beruhigt es sich. Vorher zuckt es und kaum hat es die Augen zu, wird es ganz ruhig. Sie führen es auf die Anrufen Gottes zurück. Ich führe es darauf zurück, dass das Schaf nichts mehr sieht. Aber jedenfalls habe ich das dann beschrieben und fand, es wurde eine gute Szene. Der Taliban klappt ihm die Augen rüber, das Schaf liegt still und so weiter und so fort. Und so machen sie es wahrscheinlich auch. Ein weiteres riesiges Problem war die Natur, weil dieser Reporter, der mir das erzählt hat über die Eitelkeit der Taliban, hat mir gleichzeitig auch erzählt, ja, da musst du aber die Natur schildern, das ist so toll, diese Berge und die Farben und so. Ich habe keine Ahnung von diesen Bergen und Farben. Und da musste ich mir einfach wahnsinnig viele Fotos angucken und da habe ich auch ein bisschen geschummelt. Ich würde sagen, wenn jemand, der in Afghanistan war, die Fälschung entdeckt, dann bei diesen blöden Bergen. Ja, weil, denn ich bin nicht sicher, ob ich die jetzt wirklich so geschildert habe, wie, ich habe natürlich, um es auch wieder möglichst detailreich zu machen, habe ich es versucht, möglichst mit allen Farben zu schildern, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, die Berge werden mir da noch einige negative Stimmen einbringen. Hier hatte ich eben nur Fotos. Ne? Und da konnte ich mich auch nicht zurückhalten. Also normalerweise sollte man ja eben, wenn man etwas nicht weiß, sollte man es einfach weglassen, wie die Gerüche. Aber die Berge konnte ich nicht weglassen. Die waren überall und die zeigten sich da monatelang in den Bergen um. Ein weiteres Problem war das Bundeswehrcamp. Und man würde nicht denken, wie schwierig es ist, herauszufinden, ob in den Baracken dieses Bundeswehrcamps Fenster sind oder nicht. Ich habe sogar die Bundeswehr angerufen und dann kam so ein Typ da, ein Pressesprecher, der dachte, ich nehme ihn auf den Arm. Und er sagte, ich soll mich sonst wo erkundigen. Er wollte mir nicht sagen, ob es da Fenster gibt in Baracken. Und ich brauchte ein kleines, aufklappbares Fenster. Das war wichtig, und weil da Martens raucht und er raucht immer so zum Fenster auf. Und es hat mich echt lange gekostet, bis ich endlich ein Foto gesehen habe. Ist ja natürlich klar, die verbreiten nicht so viele Fotos von diesen Camps, weil sie nicht wollen, dass man sieht, wie das aussieht. Und dann sah ich da endlich ein Foto mit einem Fenster, ich war total beglückt. Noch schlimmer war es bei einem Geländewagen namens Fuchs. Da wusste ich auch nicht, ob es hinten eine Luke gibt. Ja? Und man findet keine Pläne darüber. Im ganzen Internet finden Sie keinen Plan, der dir zeigt, wie ein verdammter Fuchs von hinten aussieht. Das ist schrecklich. Solche Dinge sind wichtig, weil das Gravierendste, was einem ja passieren kann, ist, dass man einen Fehler macht, einen Fehler, wo einer, der da war in dem Bundeswehrcamp, hier geht es übrigens ja nur darum, die von der Plausibilität zu überzeugen, die diese Bundeswehrcamps kennen. Also wir alle kennen es nicht wahrscheinlich. Ja, ich war noch nie da, Sie noch nie. Ihnen hätte ich sagen können, die haben da Vorhänge und jeden Abend kommt ein Akkordeonspieler mit einem Affen vorbei, ja. Wir wissen ja nicht, ob das stimmt. Aber die da waren, muss man ja dann auch überzeugen, sonst kriegt man Briefe. Also man darf keinen gravierenden Fehler machen. Im schlimmsten Fall hätte ich das Fenster weggelassen. Dann gibt es auch Tricks, die auch Tom Keating und andere Kunstfälscher anwenden, die man aber auch im Roman anwenden kann. Wie man die Fälschung sozusagen noch plausibler macht, das habe ich schon angetönt, indem man unwichtige Details betont. Ja? Indem man zum Beispiel habe ich mich des Längeren und Breiten darüber ausgelassen, dass das Camp, das Bundeswehrcamp in Faisabad, das sauberste ist, viel sauberer als das in Mazar-i-Sharif. Und weil ich weiß, dass da so gewisse Rivalitäten bestehen zwischen den Bundeswehrsoldaten, die in Mazar-i-Sharif waren und denen, die im Faisabad waren. Die im Faisabad waren, sind in so einem kleinen, abgeschiedenen Camp und alle denken, was sind das für Knilche, die da außen. Ja? Und Mazar-i-Sharif ist das große, tolle Camp und so. Und ich weiß aber genau, dass jeder aus Faisabad denken will, ja, so ist es. Bei uns ist es das sauberste Camp, ja? Und wir haben auch Splitterschutz in den Wänden. Das haben die in Mazar-i-Sharif nicht. Ja? Ich muss auch sagen, die brauchen das auch nicht, weil sie nicht so oft beschossen werden wie die in Faisabad. Aber trotzdem, ich habe mich also des Längeren eigentlich in die 120.000 Sandsäcke habe ich geschrieben, ja? Weil ich dachte, das gibt dem ganzen Boden. Ja? Jetzt wird man das Camp sowohl als einer, der es nicht kennt, und wie auch der da war, wird sagen, ja genau, 120.000 sind es. Ja?
Und jetzt aber das Wichtigste eigentlich, ja, nicht, dass Sie denken, dass das alles hier total unlauter ist. Also was man beim Fälschen absolut nicht tun darf, ist, man darf sich nicht übernehmen. Ja, man darf sich nicht zu viel vornehmen. Dasselbe ist auch in der Kunstfälschung der Fall. Man darf nicht, wenn man nicht ein wirklich genialer Zeichner und Maler ist, darf man nicht einen Rembrandt fälschen. Das läuft total schief. Ja. Da wartet der Kunstdetektiv schon, bevor Sie das Atelier verlassen. Das kann man nur machen, wenn man selber also sozusagen subgenial ist. Ja? Wie ein Keating oder ein, würde auch den Beltracchi vielleicht sogar noch in die Richtung, das sind auch so Fälscher. Naja, jedenfalls wäre es total unlauter gewesen, auch finde ich, und falsch, wenn ich zum Beispiel einen Taliban als Hauptdarsteller beschrieben hätte in diesem Roman. Also wenn der ganze Roman sich um einen Taliban gedreht hätte, das wäre völlig unlauter gewesen, weil ich es, dazu wüsste ich zu wenig. Ja? Also da hätte es dann wirklich eine Recherche bedurft wie in der Reportage, und zwar einer langjährigen, würde ich sogar sagen. Deswegen habe ich ja einen Deutschen genommen, der auch natürlich Afghanistan auch sozusagen mit dem fehlerhaften Blick des Ausländers sieht, ja? Wo also das wäre zum Beispiel jetzt ein großer Fehler gewesen. Karl May hat diesen Fehler gemacht, indem er Winnetou als Hauptperson eingesetzt hat und vor allem indem er Winnetou als Apachen bezeichnet hat, als Mescalero-Apachen. Zufällig kenne ich mich ein bisschen aus mit nordamerikanischen Indianern und Winnetou ist alles andere als ein Apache, ja? Weil der trägt so, also auch im Buch trägt er so Wamse aus Elkleder und so weiter und so fort. Da hätte jeder Apache gedacht, Ding, spinnst du, ja? Da ist es 40 Grad heiß. Da unten, da trägt keiner Wams aus Leder. Ja? Und auch nicht so diese Schlangendinger und so. Die Apachen waren auch sehr rudimentäre Leute, muss man auch sagen. Also auch die ganze innere Ethik von Winnetou passt eher zu einem Blackfoot oder einem Lakota Sioux, aber nicht zu einem Apachen, das waren Räuber, ja? Muss man ganz ehrlich sagen. Die hätten nicht Blutsbrüderschaft geschlossen mit einem Weißen, jedenfalls nicht bevor er tot war. Gut, aber jetzt das Wichtige, ich meine, ich habe sehr oft das Wort Fälschung und Fälscher benutzt, aber ich möchte Sie doch noch darauf hinweisen, dass das, was ich in dem Roman getan habe, in der Literatur natürlich Usus ist. Also wie ich schon Kafka erwähnte, so haben auch sehr viele andere, die Romane schreiben, sehr vieles in dem Sinne gefälscht. Ich nenne es jetzt nur drastisch Fälschung, aber es geht eben darum, die Plausibilität herzustellen, wenn einem das gelingt. Ist es ja gut. Was manchmal nicht so lauter ist, ist, wenn man, na, man tut halt dann manchmal Dinge. Also bei meinem ersten Buch war es zum Beispiel so, ich war in Mexiko, aber ich war in der Sierra Madre Oriental. Das ist einer dieser Gebirgszüge, die sich vertikal durch Mexiko ziehen. In meinem Roman wollte ich aber, aus irgendeinem Grund, weiß ich gar nicht mehr, wollte ich die Sierra Madre Occidental beschreiben. Und dann habe ich das eben gemacht und da fand ich auch Material im Internet. Und dann habe ich irgendwie, als das Buch erschien, kam wenig später eine Rezension von einer Mexiko-Buchhandlung, die es empfahl und schrieb, man könne nirgendwo die Sierra Madre Occidental so gut kennenlernen wie in diesem Buch. Ja? Und das fand ich dann so, naja, es hat mich geehrt, weil man sieht, der Fälscher hat überzeugt, aber es war dann ein bisschen an der Grenze, muss man sagen. Ja? War ja auch nicht das Ziel. Das ist mir ganz wichtig, das festzuhalten, dass das Ziel der Fälschung in einem Roman ist nicht, den Leser von einer falschen Wirklichkeit zu überzeugen, sondern ihn der Wirklichkeit so nahe wie möglich zu bringen. Ja? Also nicht ihn zu belügen und ihm zu sagen, Afghanistan ist so. Ja? Und wenn Sie hingehen, sehen Sie, was? Ist ja überhaupt nicht so. Ja? Sondern ihn Afghanistan so nahe wie möglich zu bringen, so nahe wie ich ihm auch kommen konnte, durch diese verschiedenen Methoden der Recherche und der Fälschung. Ja? Und ich finde auch, ja, habe ich da noch geschrieben, ich finde auch, dass der Roman, solange Afghanistan jetzt zum Beispiel hier, Afghanistan ist ja mehr oder weniger ein Hintergrund in dieser Geschichte, ich will das jetzt nicht ausführen, aber es geht ja nicht nur um die Taliban, da es geht hauptsächlich um diesen Deutschen und seine Geliebte. Aber für die Wirklichkeit wirklich zuständig, wenn man wirklich was über Afghanistan erfahren will, ist meiner Meinung nach ist die Reportage. Ja?
Also ich, wenn ich, natürlich, wenn Sie einen Roman lesen, der nur die Afghanen, wie zum Beispiel von was ist Khaled Hosseini oder sowas, dann wissen Sie ja, der ist Afghane, der ist da aufgewachsen, der kennt sich aus mit dem Bacher Posch und dem Bacher Basi, all diesen kulturellen Dingen und so. Dann können Sie dem vertrauen. Aber sonst würde ich persönlich, wenn ich was über Afghanistan erfahren will, würde ich eben eine Reportage lesen von einem, der da war. Es sind halt nicht mehr viele da, weil es im Augenblick einfach gefährlich ist, aber trotzdem, für die Schilderung der Wirklichkeit ist die Reportage zuständig, das kann sie auch besser, ja, finde ich. Genau. Ja, hier steht, das Fälschen ist legitim. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nein, ich habe hier noch geschrieben, das Fälschen ist legitim im Roman, aber nicht in der Reportage natürlich. Gut, ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben und hoffe nicht, dass Sie jetzt keine Bücher mehr lesen, weil, wie gesagt, es geht darum, die Wirklichkeit so gut wie möglich erstehen zu lassen in einem Roman. Herzlichen Dank, Linus Reichlin. Es war sehr, sehr interessant. Ich habe mir eben so gedacht, ob Original und Fälschung hier wirklich die richtigen Kategorien sind. Weil also Gegenstände, wie beispielsweise diese Taschen, kann man natürlich fälschen. Aber beim geschriebenen Wort oder bei Reportagen ist doch eigentlich vielmehr die Kategorie Lüge oder Wahrheit. Und wenn Sie berechtigterweise gesagt haben, dass also das Zusammensetzen einer neuen Wirklichkeit aus wahren Quellen dann ein wahres Bild ergeben, dann ist es ja auch keine Lüge und dann ist eigentlich auch eigentlich ja negativ besetzte Begriff der Fälschung doch vielleicht gar nicht richtig in dem Zusammenhang. Da haben Sie recht, ich wollte das nur, im Augenblick bin ich so im Fälschertum drin, dass mir das einfach als Begriff gar nicht mal falsch vorkam. Und eine Lüge ist es ja nicht, das ist ja was anderes. Eine Fälschung ist ja etwas durchaus Wahrhaftiges. Ja, also. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, Sie hatten gesagt, dass Sie sich ja in diese Taliban eingefühlt haben und gefühlt haben, wie die denken, wie die funktionieren. Meine Überlegung ist dann, das ist ein völlig anderer Kulturkreis, wie Sie jetzt als Schweizer aufgewachsen sind, mit einem ganz anderen Hintergrund, ganz anderen Alltagsleben. Wie ist es möglich, sich in so einen anderen Kulturkreis einzudenken? Also trotz dieser ganzen Recherchen natürlich, aber ist es überhaupt möglich? Das wäre die Frage. Es ist merkwürdig, aber ich glaube, dass die Taliban, die zumindest in den Bergregionen wohnen, das sind ja Bergbewohner. Ja? Also, und ja. Ich glaube, dass Berge sind Berge. Ja? Und ich kenne Bergbewohner. Und es gibt bestimmte Dinge, wo ich glaube, ich bin zum Beispiel sicher, dass ich weiß, wie ein Taliban einen Berg aufgeht. Nämlich so leicht, mit leicht nach innen geknickten Knien, wie meine Großmutter. Ja? Und weil das einfach die beste Methode ist da, in steilen Dingen. Und das kann man beschreiben. Ja? Und aus dieser, die sind ja auch total isoliert. Ja? Und also auch im Kopf sind sie absolut isoliert. Ja? Wie eben auch so ein kleiner Bauer irgendwo in den tiefsten Tälern der Schweizer Alpen. Ja? Natürlich noch viel mehr im Grunde genommen. Und also das sind so Dinge, wo ich denke, das sind schon Sachen, die durchaus gemeinsam sind. Und dann, wie Sie über Frauen denken, das sagen Sie selber. Ja? Und dann braucht man nicht viel Fantasie, sich das dann auszumalen. Aber ich kann zum Beispiel nicht sagen, ob Sie gern gut essen oder so. Ja, kann ja sein, dass Sie essen einfach was empfinden, was man so tut. Ja? Solche Dinge sind schwer, da hätte ich mich auch nicht drüber geäußert. Aber die Mentalität der völligen Abgeschiedenheit, nichts wissen wollen von außen, alles was von außen kommt, ist schlecht. Ja? Unsere Traditionen sind die besten und müssen bewahrt werden und so, das ist schon was, es gibt sogar in Deutschland. Ne? Wieso sind Sie eigentlich hingegangen? Ist das, also es klang jetzt, natürlich, es ist wahrscheinlich gefährlich, haben Sie gesagt, da hinzugehen, aber insgesamt klang es eigentlich noch viel beschwerlicher, die Schreibtischarbeit zu machen, also gut, beschwerlich oder vielleicht zeitlich auch aufwendiger, weiß ich nicht, aber wieso nicht hingehen? Also ich habe das auch ein bisschen als sich selbst auf die Schippe nehmen aufgefasst, dass da der eine sagt, steh auf, geh hin und siehst dir an.
Und genau das haben Sie ja nicht gemacht. Nee, also aus zwei Gründen nicht. Erstens, das, was ich hätte recherchieren müssen, war mitzuziehen mit einer Gruppe Taliban. Ja. Und wie gesagt, es gibt nur zwei mir bekannte Dokumentationen von Leuten, die das überhaupt gemacht haben. Ja. Also das ist ja nicht so, dass die da im Faisabad rumstehen und sagen, hallo, willst du in meine Gruppe kommen? Ja. Und beide wären fast gestorben dabei. Ja. Und darauf hatte ich keine Lust, erstens. Und zweitens wäre das ein wirklich sehr, sehr aufwendiges Verfahren gewesen. Einfach nach Afghanistan zu gehen und mir die Berge anzusehen, das hat mich nicht gereizt. Denn was ich brauchte für den Roman war diese Gruppe, diese Dynamik in der Gruppe und wie die leben. Ja. Und das hätte ich echt nicht durch eigene Recherchen nicht hingekriegt. Und wie gesagt, also, nö. Und dann mit der Zeit hat es mich natürlich auch zu interessieren begonnen. Plötzlich habe ich gemerkt, diesen Roman hätte man vor 10 Jahren gar nicht schreiben können. Ja. Das ist ein kompletter Internetroman. Und das hat mich dann auch plötzlich fasziniert, dieser Gedanke, dass man es vor 10 Jahren einfach schlicht nicht hätte schreiben können. Ja? Und dann habe ich auch gemerkt, welches gewaltige enzyklopädische Werk das Internet ist. Ja? Also man weiß es immer so, ja, aber sobald man dann mal sieht, dass man hier sogar bis in die Schnürsenkel rein recherchieren kann, ist schon gewaltig. Ne? Also mir hat das plötzlich auch als Arbeitsmethode, fand ich es faszinierend, ja? Dass ich es eben genau nicht sehe, sondern eben so konstruiere. Ich finde, Sie sagen es ja gerade selber, Sie haben ja gar nicht gefälscht, Sie haben ausgiebig recherchiert und Sie haben ja Realität beschrieben nach Zeugnissen, nach Fotos, nach Dokumenten. Sie haben ja eigentlich gearbeitet wie ein Historiker. Und Historiker haben dafür ja ein Instrumentarium ausgeprägt, die nutzen Quellen, audiovisuelle Quellen, neuerdings auch früher schriftliche Quellen. Und es geht darum, Realität darzustellen. Und Sie haben aber ja eine andere Ebene in Ihrem Roman, nämlich die Fiktion. Wäre das nicht eigentlich die Fälschung? Und wie trennen Sie denn von dieser Beschreibung, von dieser ganz quellengetreuen Beschreibung von Realität? Und wo bringen Sie dann Fiktion rein? Denn Sie haben ja als Schriftsteller das große Privileg, Sie müssen ja gar nicht Realitäten schildern. Sie könnten sich einen Afghanistan ja komplett erfinden und die Berge lila machen. Das ist ja Ihre poetische Freiheit. Und Sie können da auch Drachen rumfliegen lassen, wenn Sie wollen. Sie müssten das gar nicht tun. Und mein Eindruck ist, Sie schaffen sich ja eine so reale, so einen realen Hintergrund, um darauf dann ja Ihre eigentliche Geschichte zu setzen. Und vom Standpunkt der Reportage aus würden wir jetzt sagen, da kommt ja jetzt die Fälschung rein, Sie erfinden vielleicht Personen und Sie erfinden jetzt Handlungen, die Sie eben nicht irgendwo recherchieren können, sondern die aus Ihrem Innern kommen und das ist eigentlich Ihre kreative Leistung. Also Frage, wie teilen Sie diese beiden Ebenen? Ja, ist schwer zu sagen. Also die eine Ebene war halt die, ich wollte ja eben nicht an Afghanistan zeigen, wo Drachen rumlaufen und so, sondern wo mein Protagonist, eben der Reporter ist, eine Geschichte erlebt. Und es geht ja in dem Roman eben nicht um Afghanistan, sondern es geht um eine Geschichte. Er ist ein bestimmter Typus Mann, der nur in Afghanistan zum Blühen kommt, sozusagen. Ja. Und er selber ist auch keine Erfindung, weil er setzt sich auch zusammen aus, naja, es ist ein Lebensthema von mir auch da drin. Und aber der Hintergrund muss schon stimmen, ja, also das war halt das, was sein musste. Gerade deswegen, weil er auch nicht so, der ist auch gar nicht so wichtig in dem Sinne. Es muss nur plausibel sein, dass das, was ihm da geschieht, da eben, er selber ist eine Fiktion, die vor einem relativ realen Hintergrund wandelt, ja. So wie ein Schauspieler, nee, ganz genau umgekehrt, ja, sozusagen wie im Theater, ja, wie wenn das Bühnenbild wäre, dann ist ja da die Fiktion sozusagen und hier ist es umgekehrt. Ja. Sie sagten eben, dass die Quellen abgesichert sein müssen. Woher wissen Sie, dass die Quellen abgesichert sind? Ja gut, davon gehe ich aus. Also wenn ich sehe als Bildmaterial, dann ist es natürlich, dann müsste ich noch annehmen, dass es gestellt ist oder so, wenn ich da sehe, wie Taliban sitzen. Anfangs dachte ich das bei dieser übrigens sehenswerten Dokumentation dieses dänischen Autor, also Dokumentarfilmers, habe ich mir auch überlegt, der könnte eigentlich einfach 10 Afghanen gekauft haben und sie in die Berge gesetzt haben und behauptet haben, wir sind Taliban. Denn es passiert nicht so wahnsinnig viel in dem Filmbericht. Ein paar Mal morgens und abends schießen sie mit so einer alten russischen Flap auf die amerikanischen Konvois und so. Das ist so ihr Tageswerk und so, aber das hätte er auch stellen können eigentlich.
Aber gut, ich meine, da muss ich verzeihen. Ja. Und dann die andere Quelle, die sehr wichtig wurde, ist die vom Islamischen Emirat, also die wo sie halt natürlich ihre eigenen, da muss man natürlich trennen zwischen Propaganda und dem, was sie sonst schreiben. Ja. Und das wiederum andere sind Quellen verschiedenster Art aus dem Internet. Ich habe natürlich nicht bei neuralgischen Punkten nicht nur eine Quelle benutzt. Ja. Also wenn zum Beispiel, ja, das mit den Steinen zum Beispiel, groß müssen die sein, das habe ich dann mehrfach recherchiert, weil ich sicher sein wollte, dass das dann auch stimmt. Ja. Solche Dinge. Also man muss halt dann mehrfach eine Quelle absichern. Und wenn man dann zwei, drei Quellen findet, dann muss man sich eben darauf verlassen. Wenn nicht die ganze Welt gefälscht ist, dann ist das so. Das ist ja vielleicht das Problem, ja, dass man ja nicht weiß, ob die eine Quelle nicht von der anderen nachgeschrieben hat. Aber dann kommt es auch nicht mal darauf an. Aber damit zerbröselt ja Ihre ganze These, dass das objektiver ist als die Reportage, wenn die Quellen fragwürdig sind. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass die Quellen stimmen. Also. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, hier. Herr Reichlin, Sie sagten gerade selbst, dass dieser Roman in dieser Form vor 10 oder 15 Jahren nicht möglich gewesen wäre, weil Sie diese sehr aufwendige Recherche, über die jetzt gerade zuletzt ja auch die Rede war, vornehmlich aus dem Internet bestritten haben. Mich interessiert die Quelle Google, die Sie mehrfach auch zitiert haben. Welchen Stellenwert hat diese Quelle im Rahmen dieser Recherchen eingenommen? War das eine von 100? War das eine sehr zentrale? Also die Suchmaschine selber? Ja, die Suchmaschine selbst und natürlich auch die von ihr zusätzlich angebotenen Dienste. Google beginnt ja nun auch Fotoserien beispielsweise anzubieten von benutzergenerierten Bildern, die den Orten zugeordnet werden, wo sie möglicherweise in 5 Jahren dann eine noch viel objektivere Realität beschreiben werden können, als jemand, der vielleicht sein ganzes Leben in ein Land gereist und wieder rausgekommen ist. Mich interessiert einfach wertfrei zunächst einmal dieser Stellenwert dieses Unternehmens oder dieses Anbieters von Informationen vor dem Hintergrund, der auch aus den letzten Fragen ein Stück weit für mich herausschien, nämlich der Konstruktion von Wirklichkeit über dieses Medium. Ja, Google war entscheidend, denn das ist meine Suchmaschine, die ich benutze, und wenn, da muss ich mich voll darauf verlassen können, dass eben diese Inhalte, die da, wobei das hat ja nichts mit Google zu tun, also das ist dann nochmal eine Stufe anders, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch nicht so misstrauisch. Also für mich ist es eine Suchmaschine und ich komme ja dann auf eine ganz andere Seite. Ich bin ja oft auf der Seite der FAZ gewesen und auf der Seite der New York Times oder was auch immer. Natürlich, da ist immer die Gefahr, dass man eine, aber das kriegen Sie auch bei jeder Reportage. Ja? Wenn ich beschreibe, wie es Fankhauser vorhin gesagt hat, dass mir so ein Vogel, den ich da gegessen habe, auf den äußeren Hebriden nicht geschmeckt hat, ja, ist es ja meine Sache, aber es gibt total viele Leute, denen schmeckt das. Ja? Also was stimmt denn jetzt, ja, für den Leser? Da geht es dann auch noch darum, die Vögel werden ja getötet. Ja? Ja, werden die jetzt getötet und schmecken so scheußlich, dann ist es ja nochmal was anderes. Oder werden die getötet, sind aber eine totale Delikatesse, dann würde man es ja wieder besser verstehen. Ja? Also es ist schwierig, klar, man hat eine Annäherung immer. Ja? Man hat, auch jetzt hat man nur eine Annäherung an Wirklichkeit. Ja? Das ist auch alles jetzt gar nicht, findet ja nicht in der Gegenwart statt. Wir sehen das mit der 0,3 Millisekunden Verzögerung immer und so weiter und so fort. Also es ist klar, es ist eine Annäherung. Und Google, weiß ich jetzt nicht, ob Sie dem jetzt so misstrauen, ich weiß auch, also ich nicht, für mich ist es eine Suchmaschine, ich misstraue der Geschäftspolitik dieser, und ich misstraue dem Impetus, den Sie haben, dass Sie sich so darstellen als Hüter der Freiheit, aber in Wirklichkeit einfach schlicht und ergreifend ein Milliardenunternehmen sind, sozusagen die neue Form des Kapitalismus, wenn man den nicht mag, darstellen, ja, aber jetzt als Arbeitsinstrument war es eben das, wie früher der Brockhaus oder sowas, ja, und was dafür im Brockhaus drin stand, war auch nicht immer wirklich dann 100% das Richtige, ja.